Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17 auf der nordfriesischen Marsch weiterhin und noch 1.9 in der Vierfachversion. So, was machen wir hier? Erstmal den Follow-Me raus und mit den Silageballen, die wollen wir direkt verkaufen. Danach wollen wir einmal auf Quaderballen umstellen und schnell die ganzen Quaderballen sammeln, die hier rumliegen. Das machen wir diesmal wieder mit dem bekannten Autoload. Letztes Mal haben wir das alles manuell gemacht, jetzt switchen wir wieder um auf Autoload, damit wir natürlich ein bisschen vorankommen. Ganz klar. Ihr habt es eigentlich schon erwähnt, ne? Noch 1.9. Meistens ist es ja so, dass ich bis zum Ende des Monats eine neue Map-Version fertig habe. Diesen Monat wird es wahrscheinlich nicht klappen. Sorry erstmal dafür. Also ne, es gibt schlechte und gute Nachrichten. Das war schon mal die schlechte Nachricht. Es kann sein, dass es diesmal ein bisschen länger dauert, bis eine neue Map-Version so weit ist, dass ich sage, jo, jetzt habe ich das so halbwegs drin, was ich gerne haben wollte und kann das sozusagen auf die Öffentlichkeit loslassen. Sprich auf euch alle LS-Zocker, die auf der Karte hier unterwegs sind und sich auch freuen auf eine neue Map-Version. Wird noch ein bisschen dauern, aber die gute Nachricht, sie ist in Arbeit. Ich bin dran, habe schon ein bisschen auch angefangen, ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen gemacht und getan. Hab, ja, wollte ich natürlich im Stream, hatte ich schon gesagt, hat mich auch teilweise echt wieder Nerven gekostet. Wieder ein paar neue graue Haare mehr, so ungefähr. Und zwar ist es Thema Giants Editor. Die Karte bringt den Giants Editor an die Grenzen des Machbaren, muss man auch klar so sagen. Es geht um, ja, ihr könnt es euch denken, ich habe es ja schon häufiger erwähnt, das Palettenlager. So, deswegen, wir nehmen Paletten, nein, wir nehmen Großballen, nein, wir brauchen die Quaderballen. Da waren sie gerade. So, Quaderballen anschalten. Quaderballen anschalten. So, und zwar, ja, es geht um das Palettenlager. Thema für sich, ich habe ja schon länger die neuen Sorten dort, ja, ich habe, wie ihr seht, ich habe den noch nicht ausgetauscht. Die neuen Sorten sind immer noch nicht alle drin, ihr wisst es, und auch das System von dem Auslagern hat ausgedient. Meiner Meinung nach. Ist nicht schlecht, ist eine ganz gute Idee von mir gewesen. Ganz toll. Erstmal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Weil es ist schon eine lustige Taktik gewesen, fand ich, einzelne Spawner freizuschalten und dann wird der Anhänger so geladen, wie man es gerne möchte. Aber es gab auch immer wieder Mecker, weil es einfach zu lange dauerte. Ne? Je nach welche Geschwindigkeit man das hatte. Und es hat eben nachher auch teilweise, habe ich ja selber gemerkt, hat auch teilweise Fehler verursacht. Lief nicht einwandfrei. Irgendwie ließ sich mal ein Spawner nicht mehr sperren oder entsperren und ja, dementsprechend kam man nachher nicht mehr an alle Ware ran, die man im Zweifel in seinem Palettenlager hat. War ein bisschen ungünstig und sorry natürlich dafür. Aber gut, das ist wieder das Thema nach dem Motto, wenn man irgendwo wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Aber okay, ist dann so. Auf jeden Fall ein paar News zur Map-Version 2.0, nicht zur LS19, das kommt dann irgendwann später so ungefähr. Ja, 2.0. Also, es wird natürlich wieder kleine Fehlerfixes geben, ne? All das, was so in den letzten Tagen, Wochen gemeldet worden ist. Aber dazu dann irgendwann im Laufe der Woche, am Wochenende oder so mehr, denke ich. Da werde ich mal schauen, was ich bis dahin geschafft habe und werde euch das dann schon mal, ja, ich weiß nicht, ob ich schon zeige oder nur erzähle, aber das kriegt ihr dann ja mit. Das weiß ich noch nicht. Das sind auch keine kompletten weltbewegenden Sachen, aber sind wieder so ein paar kleine Feinheiten dabei. Das Palettenlager ist ein ganz anderes Thema. Und zwar, ihr kennt natürlich die neuen Skripte, zum Beispiel auch auf das Wolle-Lager hier basiert, das Ballenlager im Milchkuhstall. Und ich möchte das Palettenzentrallager auf diese Form der Verwaltung, Verwahrung, Speicherung der Paletten umstellen. Und das ist nicht so einfach. Nicht nur nicht so einfach, weil es eine wahnsinnige Fleißarbeit ist, weil, ja, was hatte ich letztens erwähnt, knapp 50 Palettensorten gibt es hier auf der Map. Das heißt natürlich, das Zentrallager muss erstmal umgebaut werden. Das ist ein Riesenprojekt, das Zentrallager umzubauen. Andere Hallen, anderes Regalsystem, andere aufbauen. Das ist nur das eine. Das andere Thema ist eher das Palettenlager-Skript im Giants Editor richtig umzusetzen, dass es funktioniert. In der Menge. Ich sag mal, ein Wolle-Lager hinzusetzen, okay. Damit ist es jetzt ja nicht getan. Man braucht hier etliche Lager. Man will ja nicht jedes einzeln ansteuern, sondern man will auch ein Menü haben oder zwei, drei, vier Menüs. Da erzähle ich noch nicht zu viel, das zeige ich demnächst. Was soll ich hier damit? Ich wollte zum Mischwerferweg. Da zeige ich demnächst, was da bisher dann so angedacht ist und wie ich das gerne umsetzen möchte. Und dann bin ich gespannt, was ihr natürlich davon haltet.
Generell wird da aber nicht viel dran rumgerüttelt werden, auch wenn dann der eine sagt, ah, nee, das ist aber blöd. Ja, sorry, dann ist das so. Ich denke, viele andere werden sagen, jo, das ist eine ganz gute Idee. So werde ich das Zentrallager in Zukunft auch wieder nutzen. Ja, es geht aber leider nicht ganz so einfach. Ihr kennt es ja jetzt. Jetzt ist es, das kann ich euch definitiv schon mal sagen, animiert. Wenn ihr eine Palette reinbringt ins Palettenzentrallager, wird sie im Regal angezeigt werden. Aktueller Stand, so ist es. Das wird im neuen Palettenlager basierend auf dieses Skript so nicht mehr möglich sein. Es werden einige sagen, die es wissen, warum denn nicht? Das geht doch. Ich kann doch auch, wenn ich einen Ball einlager, sehe ich doch auch den Ball. Ja, okay, das stimmt. Ups, ein Ballen ist aber nicht so rechenintensiv und nicht so masseintensiv sozusagen von der Kalkulation, was ist mit dem Anhänger los, wie Paletten. Und die Menge an Paletten hat mir den Giants Editor geschätzte 20 bis 30 Mal abstürzen lassen, bis ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe die letzten, also nicht jetzt die letzten drei Tage, sondern im Laufe der letzten Woche drei oder vier Abende damit verbracht, immer wieder ein Stück zu programmieren und dann wieder einen Absturz zu haben. Wieder ein Stück zu programmieren und einen Absturz zu haben. Das macht keinen Sinn. Und man speichert nicht jede Sekunde zwischen, verliert jedes Mal wieder einen Teil und ich komme so nicht voran. Das geht nicht. Also, ja, leider zu meinem Bedauern, ich hätte es selber gerne anders gehabt, definitiv, kann ich nicht das Palettenlagerskript so umsetzen, dass eine Palette eingelagert wird und eine Palette in den Regalen angezeigt wird. Die Regale in den Palettenlagern werden Deko-Regale werden. Alleine, da werden ein paar Paletten der Sorte drinstehen, aber eben nicht die Anzahl entsprechend, die man dann auch einlagert. Es werden nur Deko, es wird nur Deko sein. Da habe ich mir ein anderes System überlegt, aber dazu, das zeige ich euch gerne dann am Wochenende oder im Laufe der nächsten Woche, wenn ich da ein bisschen mehr zeigen kann, da schon ein bisschen mehr Struktur drin habe. Und das ist wirklich das Problem. Also ich habe da eine Menge Stunden drin verballert. Sonst wäre ich vielleicht bis nächsten Freitag fertig geworden, aber so definitiv keine Chance. Das sind echt mal drei Abende komplett weg gewesen. Ich habe viele Sachen versucht. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich ein so ein vorgefertigtes so ein Lagerscript oder ein fertiges Lager, ich sag mal jetzt einfach als Beispiel für die Tomaten, war fertig komplett. 200 Paletten oder meinetwegen angezeigte 100 Paletten fertig, dann will man ja nicht für jede Sorte wieder jede Palette neu machen, das geht gar nicht zeitlich. Das würde mindestens bis LS19 dauern. So, man will natürlich dann eigentlich duplizieren, kopieren, wie auch immer, und das wieder einfügen. Nur man will dann natürlich dementsprechend ändern, okay, aus Tomate sei jetzt zum Beispiel Apfel, was auch immer. Und das geht 4-5 Mal gut. Wenn man das aber das 5. oder 6. Mal macht und das innerhalb eines Lagerkreises, eines Palettenlagerkreises, stürzt die Giants Engine, also der Giants Editor pauschal immer ab. Immer. Es gab keine Möglichkeit, dass ich es hingekriegt habe, dass er mal nicht abstürzt. Und das hat mich natürlich dann frustriert. Ich habe viele Sachen versucht, habe dann auch, ich sag mal, einen Teil immer exportiert, raus aus der Hauptmap, extern gebastelt und wieder rein in die Hauptmap, aber dann, um es wieder auszuschneiden und an die richtige Stelle einzufügen, vielleicht nochmal um 90 Grad zu drehen oder so, jedes Mal das gleiche Thema. Giants Editor funktioniert nicht mehr und Crash. Ja, schön. Kannst du wieder von vorne anfangen, hast du zwei, drei Sachen wieder eingestellt, machst das wieder und nochmal und ja, was will man machen? Ich muss resignieren vor dem Giants Editor. Es geht nicht. Die Karte in der Form, wie ich sie gerne hätte, kann ich so nicht programmieren, weil die Technik es nicht zulässt. Ganz klar. Muss man so sagen. Schade, aber nützt ja nichts. Jetzt keine billige Ausrede nach dem Motto, ach, der will sich die Arbeit ja leicht machen. Nein, ich hätte selber schöner gefunden, wenn ich eine Palette einlagere, die Palette auch in den Regalen angezeigt wird. Aber ich glaube, das Palettenzentrallager hat auch so nachher einen gewissen Charme. Alleine, dass automatisch natürlich von vornherein in jedem Regalen stehen ein paar Paletten drin. Das macht natürlich auch optisch was her. Die Sichtweiten sind angepasst. Nicht, dass es nachher ist, wenn man ups, schönes Ding. Wenn man selber was eingeladen hat, hat man ja nachher das Spiel auch irgendwann ziemlich ruckelig im Zentrallager. Ich werde die Sichtweiten anpassen, dass man tatsächlich eigentlich hauptsächlich nur das sieht, was man auch gerade so in der Halle hat, wo man sich befindet und nicht jede andere Halle eben auch mitsieht. So meine Überlegung. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Sagt, oh nein, das ist aber blöd, jetzt nutze ich das Zentrallager nicht mehr. Oder sagt, ja okay, Hauptsache überhaupt, ich habe eine Möglichkeit, Paletten irgendwo zwischenzulagern. Also, ihr wisst Bescheid, das ist das
ja, ein Megaprojekt für Map Version 2.0, was ich leider nicht so beiläufig von wegen zack, 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 sondern das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das muss optisch neu aufgebaut werden. Die Regale müssen anders gefüllt werden, die Regale werden anders sein, die Hallen werden anders sein, das Ganze wird anders sein. Nicht komplett, also das Rad wird nicht komplett neu erfunden, aber es wird anders drehen, sag ich mal so. Hört sich blöd an, ist aber so. So, Quaderbein, raus mit Quaderbein, da brauchen wir die 1,50 Ultima. So, dann machen wir jetzt das nochmal eine Ladung hier. Oder sollen wir noch ein paar Grasballen pressen? Wir bräuchten noch 12 Stück. Dann würde sich das auch lohnen, dass wir mit dieser Ladung wieder zum Misch vor der Fabrik fahren. Ja, also so viel dazu, ne? Erste News für Map-Version 2.0. Und wenn ich das tatsächlich schaffe alles, also das ist, ja, dann bin ich auch echt schon zufrieden. Dann ist das Zentrallager endlich wieder nutzbar. Und das sollte jetzt auch für euch nochmal ein Weckruf sein, ein Startschuss. Lagert nichts mehr ein in euer Zentrallager. Macht im besten Falle euer Zentrallager leer. Verkauft alles, was ihr habt, oder lagert es einfach aus auf die umliegenden Felder oder auf den Deich oder wo auch immer ihr damit hin wollt. Denn im Zweifel ist es sonst in der Map-Version 2.0 weg. Das mal Fakt. Das steht auch jetzt schon definitiv fest. Also, ne, wer noch was im Palettenzentrallager hat, wird in der 2.0 das alles verloren haben, wenn er auf 2.0 wechselt. Das muss ja nicht jeder wechseln, das wird ja auch wieder einige sagen, oh, ich bleib bei der 1.9, mir gefällt das Zentrallager, das ist vollkommen voll, bis dran voll, ich will das nicht nochmal machen, ich finde das gut mit dem, dass das in den Regalen angezeigt wird. Alles absolut nachvollziehbar. Aber es wird noch so ein paar andere Sachen dann wahrscheinlich geben, spätestens in weiteren Versionen, denn 2.0 wird aller Voraussicht nach nicht die Final Version sein. Noch haben wir ja ein paar Monate bis. Ach, der Düngersteuer ist fertig. Bis LS19 dann soweit rauskommt, ne? Bis das soweit ist. Und da hoffe ich euch auch zeitig wieder mehr präsentieren zu dürfen. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut. Auch da halte ich euch natürlich regelmäßig mit ein paar Infos auf dem Laufenden. Warum haben wir nicht den anderen auch gleich hinterher geschickt? Das brauchten wir jetzt 4x3 Ballen. Es sind nicht mehr so viele hier, ne? Es ist ja nur diese kleine Schmalspur. Ja, denn wie gesagt, haut rein in die Kommentare, was ihr so davon haltet bisher. Ihr sagt, oh, das hört sich spannend an, oder sagt ihr, no, nicht so. Weitere Infos, ne, ab dem Wochenende oder ab nächster Woche. Dann werde ich so langsam hier in die internen Tests gehen und dann nehme ich euch natürlich wieder mit auf Reisen. Da wird wir schon mal schauen, wie das Ganze funktioniert und was noch fehlt. Das kann ich euch dann auch schon zeigen und sagen und ja. Bleibt auf jeden Fall spannend, denke ich zumindest. Das würde mich natürlich freuen, wenn es auch bei euch weiterhin gut ankommt. Aber ich bin da ganz guter Hoffnung, dass der eine oder andere sagt, jo, das ist gut. Also, na, warten wir ab. Ein bisschen Geduld muss ich noch drum bitten, aber ich weiß, ihr seid die meisten von euch, 90%, 95%, sind sehr, sehr geduldig und hetzen da ja auch nicht und machen Stress. Sondern freuen sich einfach, wenn es noch weitergeht mit dem Projekt hier, mit der Map. Ganz klar. Arbeitstechnisch könnte ich auch sagen, okay, ne, ich habe hier so viel zu tun im Let's Play, mal hier auf meiner Map. Ich lasse das Karte-Modding sein und mache noch eine Folge mehr LS am Tag, aber nee, man soll ja auch alles das machen, wozu man Bock hat. Und mir macht es ja Spaß, an der Karte rumzubasteln. Nur das hat mich echt wieder ein paar Nerven gekostet, das mit diesem Kopieren und Absturz. So nervig, sage ich euch. Und das, wenn man das nicht nur einmal erlebt, sondern etliche Male, dann verzweifelt man auch und wird irgendwann gefrustet und ist komplett genervt und denkt schon, oh komm, es gibt keine 2.0 mehr. Den Punkt hatte ich tatsächlich im Laufe der letzten Woche, wo ich dann echt dachte, na komm, jetzt habe ich mir das alles so schön ausgemalt und wollte das genau so und so haben und so funktioniert es nicht, es geht technisch nicht. Ich habe alles versucht, ich habe einen Editor runtergeschmissen, ich habe die neueste Version geladen, ich habe
alles Mögliche in den Einstellungen versucht. Ich habe es deinstalliert, neu installiert, eine andere Version getestet. Überall nach kurzer Zeit das gleiche Problem. Die Karte crasht den Editor. Oder mein Plan, sage ich mal so. Einige Sachen zu kopieren, funktioniert nicht. Das ist dann zu viel scheinbar. Schade eigentlich. Ich hatte auch überlegt, ob ich da einen Fehler eingebaut habe, aber ich das mehrfach mit allen möglichen Varianten versucht habe. Nicht nur einmal. Nein, immer das gleiche Ergebnis. Editor crasht. Und was heißt das? Es macht keinen Spaß und ist nicht machbar. Heißt, okay, ich musste von meinem normalen Plan abweichen und mir einen anderen Plan überlegen. Schade eigentlich. Das ist halt so eine Notlösung jetzt, ne? Die andere Lösung wäre, das Zentrallager der jetzigen Form zu lassen, aber da das, wie gesagt, auch fehleranfällig ist mit diesem Sperren und Entsperren der Spawnplätze und man immer warten muss, weil das hat man nachher mit dem Auslagerskript ja nicht mehr, ne? Da kann man direkt sagen, okay, jetzt gibt man mal 5 Mehlpaletten oder ich brauche jetzt mal 3 Bierpaletten, ich brauche jetzt mal 10 Chipspaletten und haut sich das einfach raus auf den Trailer. Das geht natürlich dann viel schneller und praktischer. Und dieses Interface, also dieses Menü, so ist es ja, das finde ich, ist optisch auch ansprechend. Das heißt aber auch eine mega Arbeit. Ich musste aus jeder Palette, das habe ich jetzt schon zum größten Teil, auch zusammen wieder mit meiner Frau, die da natürlich genauso mitzieht und auch mich mit unterstützt. Also auch sie tut Gutes für uns. Und zwar ging es um die Paletten an sich. Man braucht ja, wenn ihr jetzt das... Ich zeige es euch einfach noch mal kurz. Ne? Haben wir schon die 12 Ballen? 1, ich glaube, die brauchen wir noch, die 3. Ne? Das machen wir gleich noch. Ich zeige euch noch, was ich meine. Sonst rede ich immer viel. Und ich sag mal, ein paar Leute wissen mit Sicherheit genau, was ich meine. Aber viele kennen sich mit Modding ja auch nicht so aus. Und für die ist es vielleicht nochmal interessant, zu wissen, was ich meine. So. Aber wie gesagt, die genaue Vorstellung zu dem Ganzen. So. Gibt es irgendwann demnächst. Das ist jetzt nur noch mal, was ich meine. Und ihr wisst ja nach wie vor, wie viele Palettensorten es hier auf der Map gibt. Und wenn ich euch jetzt als Beispiel, ihr kennt jetzt ja, die meisten werden es kennen, aus der 1.9 hier die Möglichkeit, Palettenwolle einzulagern. Es braucht für jede Palettensorte, habe ich mir überlegt, irgendwie so ein Schild, das nicht genau so aussieht, sondern ein bisschen anders aussieht. Und was aber ganz anders ist, wenn man es ins Interface, ist, ich sag mal, dieses Menü. Da ist ja ein Foto von der Palette, die ist nicht automatisch da. Ich muss jede Palette, oder wir mussten jede Palette einmal, sag mal, in so einem Showroom, kann man sagen, abfotografieren, transparent machen, damit es auch so aussieht und man keine weißen Ränder hat oder irgendwas anderes. Also, ne, man, ich sag mal, man bastelt sich im Giants Editor so eine Fotokasten, da packt man die Palette rein, fotografiert das Ganze ab über den PC logischerweise, ne, um er macht das dann über unterschiedliche Programme transparent und das für 50 Paletten, sage ich euch, ist jetzt auch nicht gerade in 10 Minuten gemacht. Aber wir sind da ganz gut gerade vor, also wir sind mittendrin, aber es wird halt echt noch dauern, bevor wir da sagen können, jo, wir haben jede Palette transparent, man hat für jede Palette diese Möglichkeit zu sehen, wie viele habe ich eingelagert, ich möchte jetzt 5 auslagern und das wird noch ein richtig krasser Umbau, aber wenn das Ganze mal fertig ist, glaube ich, denn sind wir selbst auf jeden Fall stolz darauf, was wir hier nochmal auf der Karte gerissen haben. Und ja, das war's für heute. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 19 Minuten, habe ich viel erzählt über 1.9. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst ein Like und schaltet gerne morgen wieder rein. Bis dann, danke euch und tschüss.